Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, dem 17-17 Talk. Mein Gast heute, Tamara, sie ist Mensch, sie ist Mutter und sie ist Outdoor-Pädagogin. Völlig spannend. Also ich glaube, bei dir, Tamara, könnte ich ein Leben wie Pippi Langstrumpf und Ronja Räumertochter führen, oder? Ja, hallo. Hallo. Erzähl doch mal, es war so spannend übrigens für unsere Zuschauer einmal, wir haben uns ganz kurz erst kennengelernt. Mhm. Das heißt, wir haben eine Seminarwoche miteinander geteilt. Ich habe dich immer mal wieder wahrgenommen. Aber heute zum Abschluss sind wir dann bei einem Café ins Gespräch gekommen und du hast mir von deiner Tätigkeit erzählt. Da habe ich gesagt, Kamera an, das müssen die Menschen erfahren. Outdoor-Pädagogin, wo ist das? Wo machst du diese Arbeit? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich mache diese Arbeit seit 8 Jahren genau, nur mehr im Outdoor, bin Pädagogin und habe nach der letzten Ausbildung, die im Outdoor-Bereich stattgefunden hat, eine Totalveränderung vollzogen. Das heißt, ich habe die Räume in der Stadt verlassen, wo ich vorher mit Familien und Kindern gearbeitet habe und habe das alles verlegt auf eine Almhütte. Also du wohnst auf einer Alm? Genau, ich wohne auf einer Alm, in einer kleinen Almhütte mit viel Raum und viel Wald rundum. Und ja, dort begrüße ich Kinder, die teilweise sehr schwere Situationen im Leben hatten, die früh traumatisiert sind, die viele Beziehungsabbrüche, schwierige Kindheit und Jugend. Und ja, wir versuchen dort oben mit der Erdung, mit dem, dass wir sie zur Natur zurückbringen, ihnen ein Stück Heilung zu ermöglichen. Jetzt bist du ja auch als Mama schon erprobt. Ja. Du hast mehrere Kinder. Ja. Wie viele sind es? Drei sind es am Stück. Mhm. Meine Älteste hat auch schon 2 Enkelkinder. Das heißt, du bist auch schon Oma. Ja, genau. Du weißt ganz genau, was du dann tust. Mhm. Hast auch deine jüngste Tochter dabei. Ja. Wenn wir verraten dürfen, sie ist 10. Sie ist 10, ja. Genau. Also wird 10, ja. Und sie wächst im Grunde auf wie eine Ronja Räubertochter. Ja. Mit vielen Tieren, eben auf der Alm. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, sie geht gar nicht richtig zur Schule. Nein, aber es ist auch richtig Schule. Genau. Erzähl mal ein bisschen von dem Konzept. Das ist das, was mich sehr berührt hat. Also in Österreich haben wir ja die Möglichkeit, wir haben in Österreich Bildungssystem und also Bildungspflicht und keine Schulpflicht. Das heißt, in Österreich können wir die Kinder abmelden von der Schule und sie im Homeschooling begleiten. Ja, da gibt es auch noch einmal ein paar Unterschiede. Das heißt, man muss sich selber im Klaren sein, was will man denn? Will man Homeschooling machen, indem man so gut wie die das in der Schule tun, auch das zu Hause zu tun? Da war ich aber nicht ganz der Freund davon, weil egal, wer es ihnen in die Köpfe reinbringt, das ist im Endeffekt dasselbe. Und wir haben uns dann fürs Freilernen entschieden. Ja. Freilernen bedeutet im Endeffekt, dass man die Kinder frei entscheiden lässt, wofür sie sich interessieren. Ja. Und dass man im Grunde die Fenster, die ein Kind öffnet, ja, um irgendein Interesse zu stillen, diese intrinsische Motivation, die bei jedem Kind da ist, ja, zu nutzen und da halt einfach nur unterstützend zu wirken. Ja. Möchte mein Kind was über Pferde wissen, dann werden wir einen Pferdehof aufsuchen, dann wird sie dort reiten, dann wird sie dort mithelfen können, um diese Dinge zu begreifen. Und muss sie dann Prüfungen machen? Oder muss sie muss einmal im Jahr, ist am Ende des Jahres eine Prüfung, wo man feststellt, ob sie die Schulreife faktisch für dieses Jahr erreicht hat. Also ob sie die, genau. Und wie kann ich mir das dann genau vorstellen? Also wenn du sagst, wir gehen auf den Pferdehof, okay, ich komme ja vom Pferdehof, schöne Idee, dann muss sie ja bei der Prüfung nicht ein Pferd vorreiten zeigen, also wie der Stall ausgemistet wird, sondern wie funktioniert das mit der Prüfung dann und was genau muss sie dann dort mitbringen, um die Prüfung zu absolvieren? Ja, es ist Schule. Ja. Mhm. Und sobald wir wieder im Schulsystem sind, ist die Prüfung einfach genau das, was in der Schule unterrichtet wird. Das heißt, der Hauptaugenmerk wird auf Mathematik, auf Lesen und Schreiben gelegt, die ersten Jahre. Und das ist natürlich für einen Freilerner irrsinnig schwierig. Das geht ein paar Jahre und dann kann es sein, dass sich das einfach spaltet, ja, weil das Kind einfach in eine völlig andere Richtung gehen will und nicht jetzt Mathematik zur Hochprofession machen will, sondern einfach ganz was anderes. Ja. Es interessiert sich für Tiere, Lebewesen, will spüren, dann wird es schwierig. Und die Prüfungsaufgaben sind also dann tatsächlich, sich so vorzustellen, wie wir es aus der klassischen Schulbildung kennen? Genau.
Genau. Und da gibt es dann Altersstufen, in denen die und die Aufgabe absolviert werden muss. Es ist nur eine Feststellungsprüfung, dass man fragt, man stellt fest, hat das Kind in diesem Jahr genau dasselbe gelernt, was es in der Schule gelernt hat. Mhm. Gut, aber du kannst du ja, wenn du auf dem Bauernhof unterwegs bist, also Äpfel und Birnen zählen und verteilen natürlich, und das so, Ganze. Ja, genau. So wird auch das Kind normal beginnen zu rechnen oder zu lesen und schreiben zu lernen. Ja, im eigenen Interesse, das kommt. Ja. Bei einem Kind kommt es früher, bei dem anderen später. Eins tut sich schwer mit Buchstaben und verdreht sie oder spiegelt sie noch, was ja völlig normal ist. Naja, und das eine hört das früher auf, das andere später. Ja. Jetzt hast du gesagt, dass das... Also ihr seid ja aus Österreich, das ist ein System für Österreich. Und ihr seid dann in Gruppen zusammen, also habt ihr online dann Kontakte zu anderen Freilernern? Gibt es da eine Organisation, wenn sich jetzt Zuschauer auch interessieren? Ja, natürlich. Es gibt die Homepage freilerner.at. Da gibt es ganz viele Familien. Es wird auch immer populärer jetzt in Österreich. Also es kommen immer mehr Leute dazu. Mhm. Es gibt einige Treffen im Jahr. Mhm. Ja, das ist dann auch in dieser Homepage gut zu entdecken. Mhm. Dann gibt es auch noch einige Familien, die in ihrem Familienkreis einige Dinge anbieten. Mhm. Und so Treffen veranstalten, auch Informationsveranstaltungen für Menschen, die sich das jetzt eben überlegen. Mhm. Das ist die Familie Siakos in der Südsteiermark mit auch gut vertreten. Und so, dass man mal reinschnuppern kann, um zu schauen, ist es was? Genau. Jetzt ist es, glaube ich, in Österreich, dass ihr 9 Jahre, 9 Jahre Schulpflicht, Schulpflicht habt, genau. Und danach, wenn jetzt mein Kind diese Bescheinigung einmal jährlich oder sowas und möchte dann weitergehen, gibt es da auch die Möglichkeit, also wirklich bis zum Abitur in Österreich über das Freilernen zu gehen? Also ja, soweit ich weiß, kann man in Österreich jede Bildung auch auf externem Weg machen. Und nun komme ich ja aus Deutschland und habe meine Kinder hier in der Schule. Ja. Gibt es, weil gerade jetzt durch die Zeit mit Corona und den Maßnahmen, die wir haben, fangen ja immer mehr Eltern auch anzudenken, ob es genau gerade jetzt nicht besser wäre, die Kinder zu Hause zu lassen. Zu dem Thema Trauma mit Maske kommen wir gleich noch. Ja. Hast du Ideen für Deutsche auch, sich anders zu bilden oder die Kinder anders fortzubilden? Spannend ist, dass in den letzten Jahren ja auch sehr viele Deutsche nach Österreich kommen und auch bei unseren Veranstaltungen dann oft dabei sind und Fragen stellen. Ja, die geben genau diese Frage. Und es entscheiden sich dann viele, nach Österreich zu übersiedeln und das Schulsystem hier nutzen zu können. Ja. Ja. Wenn, vielleicht bringen wir es jetzt einmal, Interesse besteht, wärst du offen dafür, dass dich Menschen anschreiben? Ja, natürlich. Okay. Ja, gerne. Magst du vielleicht einmal die Kamera, deine E-Mail-Adresse? Gerne. Tamara, underline, und jetzt buchstabiere ich, jetzt wird schwierig, Siegfried, Emil, Konrad, Emil, Richard, Ludwig, Ida, Otto, Gustav, Ludwig, Ulrich, @gmx.at. Großartig, ich habe es extra so schnell gemacht, weil mein 1717 ist ja immer etwas begrenzt und es wäre schade, wenn die Info nicht ankommt. Ja. Nochmal zurück, die Kinder, die du sonst bei dir aufnimmst, zum Mitarbeiten sind traumatisierte Kinder. Es geht jetzt nicht nur vorwiegend darum, dass du diese freie Schulbildung dort anbietest, sondern wie ist das mit dem Thema Corona dann und Maske und spürst du da schon, dass da was durchs... Natürlich. Also die Kinder, die zu mir kommen, sind aus der Stadt, großteils aus der Stadt, sind aus sehr früh traumatisiert, somit auch sowieso schon sehr verunsicherte Kinder, ja, die mit vielen Dingen kämpfen. Das heißt, Ängste sind da immer ein großes Thema. Und man hat natürlich gemerkt, dass die völlig zurückgeschossen sind in dem, was in den letzten paar Jahren vielleicht an Entwicklung hat stattfinden können. Sie werden retraumatisiert, kann man fast sagen. Ja. Und im Anbetracht dessen, dass wir jetzt plötzlich sind Kinder mit Kindern gefährlich, ja, sie dürfen in der Schule nicht mehr gemeinsam spielen, sie kriegen halt einfach jetzt was mit, was überhaupt nicht menschlich ist. Ja. Das passt so gar nicht für Kinder, weil Kinder ja das nicht kennen. Kinder trennen nicht, sie wollen immer gemeinsam und vereint sein. Ja. Ja, also, diese Körperkontaktlosigkeit. Ja, genau, diese Körperkontakt. Und wenn man ihnen jetzt erklärt, sie dürfen nur in einem Meter Abstand miteinander spielen oder vielleicht gar nicht mehr miteinander spielen, ist das natürlich total unverständlich. Ja. Und das Thema Maske? Ja, das Thema Maske finde ich ganz dramatisch für Kinder. Ja.
weil es eben eine Traumatisierung ist. Ja. Soweit ich weiß, dürfen auch die Kinder teilweise nicht mehr trinken in der Schule, haben ständig die Maske auf. Ja. Man nimmt ihnen somit Sauerstoff und man nimmt ihnen das Wasser fürs Gehirn, das aber notwendig wäre, um was aufzunehmen und was zu lernen. Ja. Also ich finde, die Maske für Kinder ist Körperverletzung und ist für mich eigentlich nicht tragbar. Und hast du jetzt auch schon mit tatsächlichen Fällen, die nur aufgrund dieser Corona-Maßnahmen traumatisiert sind, zu tun? Oder ist es... Nein, meine Kinder haben, also die Kinder, die ich betreue, haben ganz andere Grundschwierigkeiten oder Grundbedürfnisse, die da noch zu bewältigen sind, was das Ganze aber schwierig macht. Ja. Denn wenn Kinder sich plötzlich vor was so fürchten, ja, und es gibt Kinder, die haben, je nachdem in welchem Elternhaus sie aufwachsen, ja, haben die Eltern extreme Panik, verfolgen die Medien, glauben die das alles, ja, oder hinterfragen sie die Dinge. Das macht natürlich auch was mit den Kindern. Ja. Das heißt, es gibt schwer verängstigte Kinder, die wirklich Angst haben, dass die Oma wegen ihnen stirbt oder so. Mhm. Und ja, das macht noch einmal ein eigenes Traumata, würde ich sagen. Also nochmal was draufgesetzt auf das, was verstärkt. Genau, verstärkt einfach. Und Kinder mit Angst können nicht lernen, das wissen wir. Ja. Gerald Hütter, wer ihn kennt, nehme an, da gibt es ganz viele Infos drüber. Also man lernt nicht in Angst, ja, und schon gar nicht ohne Wasser, ohne Sauerstoff. Ja. Also Kinder können im Endeffekt in der Schule jetzt kaum was aufnehmen. Ja. Sie müssen einzeln in die Schulen reingehen und werden beobachtet von irgendwelchen Aufpassern, dass die 1,5 Meter oder den Babyelefanten, wie auch immer, nicht unterschreiten. Wahnsinn. Und wie kann ich mir eine Arbeit vorstellen? Vielleicht kannst du eine Geschichte von einem Kind erzählen, anonym selbstverständlich, was mit, also das Beispiel Trauma gerne auch. Und wie arbeitest du dann, um es aufzulösen, um es in die Heilung zu bringen. Ja. Das Spannende ist, dass der Raum Natur allein schon eine unglaubliche Möglichkeit ist. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo Kinder sich verbinden wieder mit der Erde, mit dem Boden, ja, wenn sie barfuß gehen, wenn sie Bäume umarmen, wenn sie lang im Wald sind, ja, dann erden sie sich zum einen Mal. Ja. Und dann kommt es natürlich auf die Geschwindigkeit des Kindes an, wie schnell kann es aufmachen, was es bedrückt. Ja. Aber es hilft der Raum Natur. Und meine Erfahrung ist, dass man, wenn man keinen Druck ausübt und das Kind zu irgendetwas treiben oder bringen will, ja, dann kommt das von ganz alleine. Das Einzige, was wir haben müssen, ist Geduld. Ja. Die Kinder spüren ganz genau, was ist ihr therapeutisches Mittel. Ja. Die eine ist eine ewige Sucherin und sucht ewig Schwammerl bei mir. Ja. Und der andere, der hat zu viel Kraft. Ja. Ein Jugendlicher, der nicht weiß, wohin mit seiner Kraft, seiner Wut, seiner Energie, der geht Holz hacken und zerlegt einfach einmal einen Kubikmeter Holz und schlichtet den auf. Ja. Das heißt, du spürst dich in das Kind hinein, leitest ein bisschen an und weißt dann irgendwie, gut, hier ist Holzhacken angesagt. Und begleitest du das Kind? Bist du dann immer dabei? Natürlich. Kann sie ja nicht allein mit einer Hacke tun lassen. Also ich muss schon immer darauf aufpassen. Pilze sammeln würde noch gehen, Genau, Pilze sammeln würde noch gehen. Ich bin natürlich schon dabei, halte mich dann aber auch oft im Hintergrund, wenn ich sehe, dass das geht schon gut. Mhm. Ja, ich will ja nicht zu nah sein. Es soll ja auch das Kind einmal für sich diese Dinge spüren und können. Mhm. Und wenn das Kind bereit ist, wird es sprechen. Ja. Das heißt, du hast immer einen 1:1 Kontakt. Deine Arbeit ist nicht in der Gruppe. Nein. Da sind jetzt nicht ein Kind möchte Pilze sammeln und dann gehen die anderen auch mit, sondern du hast immer nur ein Kind bei dir vor Ort? Oder wir machen schon andere Sachen auch. Ich habe ein paar Kolleginnen, die mit mir mit Schulklassen gearbeitet haben voriges Jahr. Heuer ist es ein bisschen schwierig durch Corona, aber voriges Jahr hatten wir viele Klassen, die wir auch im Wald begleitet haben. Das nennt sich Kennenlerntage. Da gehen wir mit Klassen, die sich erst neu sammeln, faktisch in der Oberstufe, ein paar Tage in den Wald. Da gibt es dann auch Flusswanderungen, wo man einfach einmal durch einen kalten Bach geht und danach spürt, wie spürt sich mein Körper an, wenn ich barfuß jetzt durch eiskalten Fluss laufe und was ist dann, wenn das wieder warm wird. Und da, es geht einfach viel um sich spüren und sich kennenlernen und zu verstehen, dass jedes Kind hat so seine Besonderheit. Ja? Und alle gemeinsam sind das große Ganze. Ja? Das ist ja das, was ich jetzt auch irgendwie über meine Interviewpartner sage. Ja. Die sind alle so besonders. Jeder hat deine Qualität, ja, dieses eben mit den Kindern zu machen, zu arbeiten, sie in die Heilung zu führen. Mhm. Am Ende sagst du, sie heilen sich aus sich selbst hinaus, weil sie wissen, was sie gerade brauchen. Ja. Genau. Du hast das vorhin so schön im kurzen Vorgespräch gehabt. Du glaubst,
Wir werden geboren. Und wir haben schon alles mit. Und dann passiert? Und dann passiert es einfach, dass wir uns verlieren, dass man versucht, in uns was reinzubringen, was wir eigentlich mithaben. Und wir aber vielleicht noch nicht im Moment noch nicht bereit sind, das jetzt so aufzumachen. Mhm. Ja? Wir kommen gesättigt auf diese Welt. Wir haben alles mit, was wir für unser Leben brauchen. Ganz genau. Davon gehe ich aus, ja. Ja, und in der Natur gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn es so pur wird und die Hektik aus der Stadt eben verhallt, dann kann man wieder auch barfuß sich besser spüren. Das fand ich auch ganz spannend. Ich laufe auch ganz gern barfuß, aber ich habe es dir gesagt, und Rahmenbedingungen, das Wetter und ich bin so schnell am Frieren. Ja. Aber deine Erfahrung, erzähl mal kurz für alle, die sich jetzt fragen. Also ich habe dich nur barfuß gesehen. Ja, ich habe auch selten Schuhe an. Im Winter, ja. Aber, ja. Also meine Erfahrung ist, dass ich war auch früher ein Typ, dem sehr schnell kalt war. Und seit ich barfuß gehe, bin ich kaum krank, also so gut wie nie derzeit. Und man gewöhnt sich dran, alles zu spüren. Ja. Das heilt auch. Ja. Ich brauche keine Massage mehr, mir ist nicht mehr kalt. Ich habe auch kaum das Gefühl, dass jetzt Schuhe notwendig sind, außer ein kalter Boden ist natürlich schon manchmal. Du erdest dich. Ja, genau. Ja. Ich erde mich und bin bei mir. Und deinen Kindern, die zu dir kommen, sagst du an der Tür schon Schuhe aus? Ja, am Gartentor schon. Am Gartentor. Gibt es denn da auch andere Rituale, die dazugehören, wenn man zu dir kommt? Das kommt immer auf das Thema des Kindes drauf an. Wir machen natürlich auch, wir gehen in den Wald und umarmen Bäume. Wir versuchen zu spüren, wir versuchen mal zu schauen, wie Pflanzen generell sich untereinander vernetzen. Es läuft über Gespräche und den Wald spüren. Wir lassen auch manchmal, gehen wir auf eine Klippe, wenn Kinder was loslassen wollen und schmeißen das dort mehr oder minder mit einem Ritual runter. Mhm. Und es gibt Lagerfeuer, wo die Kinder ganz oft zu sich kommen, wenn sie lange ins Feuer schauen und dann ganz viel offenbar wird und plötzlich können sie es ausdrücken und können sie über Dinge reden, wo sie sich vielleicht lange schwer getan haben. Dann hast du wahrscheinlich ganz viele glückliche Kinder, die du jetzt nicht deine nennen kannst, aber die zu dir gehören. Ja. Ja. 17, hörst du es? Ja. Ich habe gesagt, heute ziehen wir es mal durch und halten den 17 ein. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und deine E-Mail-Adresse oder deine Seite ist jetzt hoffentlich dann im Netz bei allen angekommen. Wer Lust hat, mehr von dir zu erfahren, der kann das tun. Vielen, vielen Dank. Danke. Und ein Lächeln für meine Zuschauer.